Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Engage. Und bevor wir irgendwas machen, ich muss beichten, ich habe die letzte Folge verhauen. Also, ich habe sie ganz normal aufgenommen. Das war so eine größere Aufnahmesession, so halt, das waren glaube ich so 3 oder 4 Folgen. Hab die der Reihe nach durchencodet. Ich bin dann allerdings weggegangen, als die letzte Folge encoded hat. Und Sony Vegas ist abgestürzt und ihr dachte so, ja, die Folge ist fertig encoded. Kannst du löschen, ist kein Ding, hast ja fertig gerendert. Und ja, die Folge war halt nicht gerendert. Und naja, die Folgen waren zu groß für den Papierkorb. Das heißt, sie sind gleich ganz von der Platte verschwunden. Und jetzt fehlt die letzte Folge. Was haben wir in der Folge gemacht? Wir haben Soren besiegt, was ich sehr schade finde, weil es da ein paar coole Dialoge gab. Halt, wir haben Emblem Ike gegen Soren antreten lassen. Die beiden hatten am Ende noch eine extra kleine Konversation. Ärgert mich halt richtig, dass wir das nicht drauf haben. Ansonsten haben wir allerdings nicht so viel gemacht. Wir hatten, glaube ich, noch den Support mit den C-Support mit Ivy und Diamant. Den hatten wir, glaube ich. Da hat sich Ivy so im Dunkeln gefürchtet, weil sie einen Schatten für den Geist gehalten hat und Diamant hat ihr dann so einen Stein als Mutmacher geschenkt, den sie erst nicht haben wollte. Dann, apropos Diamant, wir haben ihn den Skill von Tiki geholt. Hier, wir haben ihn Landkugel geholt. Landkugel ist nämlich ziemlich cool. Gibt am Anfang, wenn eine Einheit daneben steht, kriegt er plus Resistenz, also Resistenz plus 5 und Verteidigung plus 5 für einen Zug. Was halt auch ziemlich gut mit Kühnheit ist, wenn sich das aktiviert. Und kriegt er dann nämlich auch nochmal 5 drauf. Und dann kriegt er mal eben plus 9 auf beide Verteidigungswerte. Und das haben wir ihm deshalb gegeben, weil Soren, haben wir an Ivy gegeben, der Lockvogel kann. Mit Lockvogel können wir dafür sorgen, dass sie quasi einer benachbarten Einheit für 3 Kämpfe lang provozieren geben kann. Das heißt, Ivy und Diamant stehen zusammen nebeneinander. Ivy setzt Lockvogel auf Diamant an. Das heißt, wenn wir da Schützen stehen haben, greifen die dann nicht sie an, sondern ihn. Naja, und er hat dann halt so eine hohe Verteidigung, weil Landkugel sich aktiviert hat, dass ihm das jetzt wahrscheinlich egal ist. Ansonsten können wir die Leute dann halt auch mit Aether baiten und angreifen. Das braucht ja mal eine Runde, um sich aufzuladen. Dann haben wir noch in Anna investiert. Wir haben Annas Level mit Sören erhöht, damit sie eine Buchklasse wechseln kann. Das ist nämlich totaler Beschiss. Obwohl Sören eine Magier ist, gibt er die Buchfähigkeit erst auf Level 16. Ja, und da sind dann halt der Großteil unserer Fragmente reingeflossen und halt in Diamant, damit er auch Landkugel Plus kriegt. Dann Tiki selber haben wir an... Genau, wir haben von Jan noch die Sternkugel gegeben, weil ich gucken möchte, wie sich das mit Expertise auswirkt. So halt beides gibt bei einem Status, beim Level-Up erhöhte Statuswerte. Das heißt, er müsste jetzt richtig gute Level-Ups haben. Und irgendwen haben wir... Genau, wir haben Tiki an Lapis gegeben. Hatte sie vorher, glaube ich, auch schon. Jedenfalls, das ist soweit der Stand der Dinge. Ansonsten haben wir Gott sei Dank nicht allzu viel noch in der Folge gemacht, obwohl das eine 40-Minuten-Folge war. So, wir gehen jetzt erstmal ins göttliche Kapitel, holen Hector, den haben wir noch, und dann machen wir mit der Story weiter, damit bevor wir Camilla holen, möchte ich erst Corin haben. War der hier? Nein, das ist Camilla. Ist der hier? Ach, wir sind da schon perfekt drauf, ne? Ja, wir sind da schon perfekt. Na dann mal los. Göttliches Kapitel. Der eigenwillige General. Look, there's another bracelet friend right over here. You're right. Is this the bracelet of the brash general? Yes. I think the emblem is asleep, just as I was. Will you wake him up? The words came to me as soon as I laid eyes on it. Let's give them a try. Embolden us, emblem of strength. Refreshing rest. Hey there, I'm Hector. Was it you who woke me up?
Gott, Hector ist ganz schön groß. Yes, it was. Greetings, Hector. I'm the Divine Dragon. Good to meet you. Oh, sure is nice to move around again. You must have had a reason to come looking for me, though. This world is engulfed in a terrible war. We're trying to put a stop to it. To that end, we were hoping you might lend us your strength. Well, I've got a good feeling about you. Looks like you've got grit, just like he did. May I ask who you're talking about? My good friend, Elliwood. Elliwood ist witzigerweise der einzige von den drei Fire Emblem 7 Lords, der es nicht als Emblem ins Spiel geschafft hat, obwohl er der Hauptlord ist. Das ist irgendwie schon witzig. In my world, he fought to bring us back from the brink of disaster, like you're doing. Our fight was against a rotten bunch called the Black Fang. They were a real handful. For Elliwood, Lynn and me, and all our other friends, it was the fight of our lives. They must have been glad to have someone like you on their side. Well, no need to butter me up. You need help, that's enough for me. But first, let's have ourselves a friendly little competition. What do you mean? It's been a while since I've seen any action. I want to get the measure of you in battle. I understand. If that's what you want, then I'm ready to show you what I can do. It's settled then. Brace yourself. Bin ich mal gespannt, was Hector so kann. Ich frage mich, ob es da nochmal eine Welle gibt mit Emblem, wo Elliwood da mit bei ist, weil das ist schon ein bisschen komisch, dass er der einzige von den drei ist, der nicht dabei ist. Aber es könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein. Es sei denn natürlich, es gibt vielleicht noch so halt eine DLC-Story, die in Welle 2 kommt. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. So, wir haben Truhen. Mal gucken, was kann der gute Hector denn? Er hat seinen Wolfball dabei. Ist effektiv gegen Beritten und gepanzerte Einheiten. Dann hat er ein Huhnschwert dabei. Ja stimmt, Hector kann als aufgestiegene Einheit nicht nur Äxte, sondern auch Schwerter führen. Magisches Schwert von Emblem Hector. Na und Fernangriffe. Stell 50% des zugefügten Schaden wieder her. Oh gut. Und Amarz. Mit Donner erfüllte Axt von Emblem Hector. Vielleicht Verteidigung plus 5. Effektiv gegen Drachen. Das heißt, Hector ist halt so gegen ziemlich alles effektiv, außer gegen geflügelte Einheiten. Ja, flinke Riposte. Oh, das ist ein Skill, den es auch bei Fates und bei Fire Emblem Heroes gibt. Mal gucken, was der kann. Wird die Einheit angegriffen, während sie mindestens 80% hat, kann sie einen Folgeangriff ausführen, sofern es ihre Waffe zulässt. Ja, also, das ist so ziemlich die flinke Riposte, die man aus Fire Emblem Heroes kennt. Schweres Plus. Ich habe zuerst schweres Puls gelesen, dachte so, hä? Führt die Einheit einen physischen Angriff mit einer Waffe aus, deren Gewicht höher als Figur der Einheit ist, fügt sie zusätzlichen Schaden in Höhe der Differenz zu, also maximal plus 5. Flexibilität. Wurde die Einheit von gegnerischem Angriff getroffen, erhält sie nach dem Kampf plus 2 Verteidigung gegen physische Angriffe oder plus 2 Resistenz gegen magische Angriffe bis zum Ende der Schlacht oder bis der andere Effekt ausgelöst wird. Unannehmbar. Verleiht Verteidigung Resistenz plus 30%, wenn die Einheit angegriffen wird. Gepanzerte Steigungsrate für Verteidigung plus 50%. Wow, cool. Anker. Die Einheit kann durch Fähigkeiten, Schmetterwaffen etc. nicht bewegt werden. Und dann hat er als letztes Auge des Sturms. Verleiht Immunität gegenüber Bruch. Die Einheit kann für einen Zug einen Folgeangriff ausführen, der Gegner nicht. Nur Schwert und Axt. Wow. Haben wir hier irgendwelche Schützen? Sieht fürs Erste nicht so aus. Aber wir müssen halt aufpassen, hier wo so dieser lila Rauch ist. In den Originalkapitel in Fire Emblem 7 war es so, dass hier dann Gift rauskommt. Ich denke, das wird ähnlich sein. Yunaka kommt auf jeden Fall wieder mit. Wir haben hier so viele Sachen zum Aufschließen. Da sollte sie auf jeden Fall mit dabei sein. Lassen Meryl mal zu Hause. Ich will Soren ausprobieren. Und Meryl ist halt die Einzige, die noch keinen eigenen Emblem-Ring hat. Und wie gesagt, Yunaka muss ja mit.
Wir könnten eben die Embleme wechseln. Und Yunaka den von Tiki geben. Tiki, leave it to me. Dann hat sie auch einen. Let's get started. Come at me and don't hold back. There appears to be a fog-like substance emanating from over there. Be on your guard. Tja, das wird hier interessant. Wie machen wir das? Können wir die mit dem Donner besiegen? Sounds perfect. Nicht ganz. Sonst müssen wir die baiten. Können wir unsere Strategie gleich mal ausprobieren. I won't lose. Emblem, engage! Nehmen wir das Schwert. Ready and able. Lockvogel geht auch ohne Bündnis, das ist cool. Aber gucken, wie das aussieht. Grant me strength. Aber auch nettes Detail, dass die Charaktere, wenn sie mit einem DLC-Charakter in ein Bündnis eingehen, auf den Armring fassen und nicht da, wo der Ring ist. Ivy sieht ja gut aus. I'm happy to help. Na, den wirst du ja bestimmt nicht besiegen können, oder? Nee. Whatever you ask. Du bist einfach zu langsam. All right. Time to open up shop. Oh, na, mit dem Miniaturbogen bist du erstmal gut dran. Der hat nur eine Stahlaxt. So, du kannst dann eigentlich angreifen. Was stelle ich mal dahin? Wenn der wen anders angreift und wir dodgen können, kriegen wir die Vergiftung vielleicht nicht. Go ahead. Oh, schön. Oh, Anna ist aber ganz schön schnell, ne? So halt, wenn sie überhaupt eine Wahrscheinlichkeit von 0% hat, getroffen zu werden, das ist halt echt nicht bad. Kann sich sehen lassen. Hat eine Verteidigung von 26 und eine Resistenz von 17. Da haben wir ihn ganz schön hochgekriegt mit. Here we go. It's a terrible state of affairs. Ich muss sagen, da steht Ivy richtig. So, machen wir den fertig. I will not lose. So, kümmern wir uns erstmal um die Truhe. Das ist die nächste.
Und John hat ja auch noch kein Emblem. Wir geben ihm Hector. Ich weiß doch nicht, was er damit will. Aber mal gucken. Ich meine, so ein bisschen Defensive tut ihm vielleicht auch ganz gut. Na, das Antidot sollten wir vielleicht behalten. Werfen wir das Einfrieren in den Vorrat. Wie weit kommt der hier? Das heißt, wenn wir uns hier hinstellen, kann er halt immer noch. Naja, wir müssen uns. Ist egal, wie wir uns hinstellen. Wir haben keinen Bogen, mit dem wir eine 1 bis 2 Range haben. Es reicht fast. So, hier. Ein Heilmittel. Ich finde das so witzig, wie die nach einem Bruch immer noch so ihre Animationen haben, als hätten sie eine Waffe in der Hand. Au, bei 15 hat er getroffen, der traut sich aber was. Und der trifft bei 25. Ich sehe schon. Mal gucken, wetten, der trifft jetzt auch. Thanks for the business. Naja. Noch mehr Resistenz. Tja, da stehen unsere Leute halt voll drin. The fog. It seems to be poisonous. Be careful. Natürlich, der eine Schritt, ne? Ich würde das hier ganz gerne mal ausprobieren. Probieren wir mal aus. I'll be done here. Sehr schön. Magie und Resistenz plus 1. Macht das, was es sagt. You'll get no sympathy from me. Naja, immerhin Geschwindigkeit, ne? Das kann sich gleich reinziehen. So, um den da müssen wir uns noch kümmern. Das dürfte so reichen. Das machen wir mal eben kurz. Oh, how gallant. Es gibt keinen Grund, warum sich Chloe mit dem weiter abgeben sollte, als sie muss. So, den da können wir bestimmt nicht besiegen. Naja. Machen wir das so. Tada. Tja, dafür bist du ja da. Da kümmert sich am besten ein ausgebildeter Facharzt drum. Stellen wir uns mal hier zwischen. Machen wir den fertig, bevor er uns hier noch weiter auf die Nerven gehen kann. Thank you.
So. Step war auf dem Weg zu unserer Tour. Machen wir erstmal die hier auf. Ein Weihwasser. Kannst du mal eben kurz vorschwächen. Wobei, der kann ich jetzt angreifen, ne? Das sollten wir mal kurz ummuddeln. Du stellst dich dahin. Haben die Fernwaffen? Meisterlanze, ja, er hat einen Dolch. So, und dann machen wir einen wieder Lockvogel. Dann gehen die nämlich jetzt alle auf Diamant und nicht auf Ivy. Währenddessen kann die Truppe hier weiter vorrücken. Anna braucht einen Heal. Müssen wir sehen, dass sich John gleich einen aus dem Vorrat wieder nimmt. Wir können mit Anna zuerst ziehen. Was hat er? Er hat einen Tomahawk. Dann stellen wir uns hier hin und nehmen den Bogen. So, den Sonnenbogen. Weißt du was, das können wir nicht auch gleich machen. Vielleicht kriegen wir noch einen billigen Kill hier. Schade, der hat dass der keinen Stab hat. Das wäre halt cool, dass wir den schon rausnehmen könnten. Nimm den. Und Bogenfokus 5. Die Einheit erhält Treffer plus 30 und erleidet kritisches Ausweichen minus 10, wenn sie einen Bogen verwendet. Dann kannst du dich jetzt da hinstellen. Und wir können hier im Kurzen einen Stab aus dem Vorrat nehmen. Da ist noch ein Pfleger mit einer Anwendung, wenn wir hier die Heilung geben. So. Ah, hier ist uns auch noch sein Purgativ. So, das war er. Und noch ein Antidot. Au! Verstärkung. So, Yunaka müsste eigentlich hier vorbei, aber ich will sie nicht in die da reinlaufen lassen. Wir müssen uns erstmal um die hier kümmern. I'll help. For Lucia. Und sie hat ein Level Up, wie schön. Zupackende Leere. Was macht zupackende Leere? Greift die Einheit mit einem Buch an, kann sie zusätzlichen Schaden gleich 50% des magischen Magiewerts zufügen. Chance in Behendigkeit. Was hat sie denn? Also das wären dann ohne Bonus 21 zu 2. Wer rundet? Wird abgerundet oder aufgerundet? Also halt, wir gehen davon aus, dass es
10 ist, dass sie 10 mehr Schaden mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% macht. Oder 19% vielmehr. Das ist doch ganz cool. Sie macht sie. Hat er dann noch. Dann greifst du zuerst an. So, dann kann Yunaka auch mal kurz ein Bündnis angehen. Irgendwie ist das seltsam, dass sie so in Drachen verwandeln können, aber hey, wenn es hilft. My turn. Look what you made me do. So, ich meine, das ist halt schon irgendwie echt cool, dass man halt auf die Art und Weise einen Drachen kriegt. Na, er kann jetzt Yunaka angreifen. Boah, Yunaka sollte es überstehen. Der hat jetzt sehr gebuffte Werte. Ja, das klingt doch gut. Wenn der Typ jetzt hier mit seiner Magie angreift, nimmt Alfred keinen Schaden dadurch. Oder weniger. Und das können wir sehr gut gebrauchen. Ein Drakoschild, ja, den hätte ich ganz gerne. Okay, das ist jetzt irgendwie witzig. This is what I trained for. So, wir haben seinen Schaden komplett annulliert. Und er kriegt halt einfach einen One-Shot in die Fresse. Jetzt müssen wir uns um die da kümmern. Die haben Dolche, ne? Ja. Stand down or perish. Naja, wir können halt eh nicht angreifen. So, hier geht's weiter. Warum eigentlich nicht? Können wir nicht machen. My muscles are yours. Ja, reicht leider nicht. Für sowas gibt's Areatba und Atrozität. Wenn der Heavy Hitter es mal wieder richten muss. Is that all? Und Bogenwacht. Immer noch witzig, dass das Emblem bei jedem der drei das gleiche gibt. Aber trotzdem mit verschiedenen gelistet wird. So, die kriegen gleich erstmal einen Aether in die Fresse. Oh wow. Einfach mal weggekrittet. I'm not alone anymore.
Das hat der Typ sich gerade bestimmt auch ganz anders vorgestellt. So, jetzt kümmern wir uns um die zwei. Unforgivable. Und Magiewacht. Ist der Gegner mit einem Buch ausgerüstet, erleidet die Einheit im Kampf minus 1 Schaden. Theoretisch ist das halt auch eine Möglichkeit, um Resistenz zu migrieren. Wenn man das zum Beispiel einer Einheit gibt, die wenig Resistenz hat, kriegt sie ja auch weniger Schaden. Das ist dann ja quasi, wenn sie gegen eine Bucheinheit kämpft, mal eben so minus 3 Resistenz. Können wir den umkritten? Das würde ich richtig cool finden. Schade. Wir kriegen das alte von dem, ne? Ja. So, das ist unseres. Tja, leider können wir hier niemanden treffen. Anna löst sich gleich auf, also halt die Synchronizität löst sich gleich auf. Aber ist ja nicht so wild. Was ist denn der Drache hinter mir her? Hilfe! Die wollen halt alles zu der Truhe da hinten, ne? Tja, alleine ist sie nicht mehr so stark. Schade. Das hätte gereicht. Hätte sich den zweiten Angriff nämlich sparen können. Oh, respektable Lehrkraft. Gewährt der Einheit und benachbarten Verbündeten, ne? Erfahrung 1,2. Das einfach mal mit Sternkugel kombinieren. So halt, du hast besseres Wachstum und kriegst schneller ein Level up. Thank you. Kannst einen vielleicht wieder voll machen. Wir könnten hier theoretisch rüberfliegen. Aber das sind nervige Bogenschützen. Wir können es einfach hier hinstellen. Können wir von da oben schon mal welche wegbaiten? Lend me your strength. So, damit machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, die zwei müssten sich eigentlich darauf vorbereiten, dass da gleich noch ein paar um die Ecke kommen. Wir müssen uns hier hinstellen. Ja, der hat einen Langspeer. Da rüsten wir mal unser Wurfball aus. Na, eigentlich müssen wir keinen Lockvogel einsetzen, so halt, die können ja nur ihn angreifen. Vor allem das Schöne an dieser Combo ist, wenn Diamant mal Schaden kriegt und sich nicht selber heilt, kann Ivy das einfach tun. Die kann Stäbe führen.
Daneben. Mit Treffer und Versenk. Zum Beispiel um den da kann sich gleich Ivy kümmern. Die zwei sind doch irgendwie dauervergiftet, ne? Aber wie cool, dass wir die jetzt losgebaitet haben. So halt, die rennen jetzt alle nach unten lang. Auch wieder ein Excalibur, können wir uns genau hier hinstellen. Und Yunaka muss weiterlaufen. Oh, sie steht gleich wieder an der Vergiftung. Naja. Das Ding ist halt auch, hier in Engage ist Vergiftung wesentlich nerviger als in dem Teil, wo das Kapitel hier eigentlich herkommt. Da ging Vergiftung halt immer nur für ein paar Runden. Na, hier steht eigentlich ganz gut. Wir haben zwar mal kontinuierlich KP abgezogen bekommen, aber halt, das ist dann nach 4 Runden wieder weg gewesen. Und deswegen baiten wir nur einen von denen pro Runde. Und Yunaka kann weiter rennen. Erstmal heilen. That helps. So, jetzt bin ich gespannt. Ich will hier jetzt ein Level-Up nach Vorschrift sehen. Naja, immerhin Stärke, das kriegt er gar nicht so oft. Greifen die auch an? Theoretisch ja. Stellen wir uns mal hier hin. So, um die Verstärkung haben wir uns jedenfalls gekümmert. So, ein Schütze kommt auf uns zu. Ja, können wir eigentlich genauso hinstellen. Die bewegen sich ja nicht. Die nehmen wir gleich der Reihe nach aufs Korn. Oh, hallo Hector. Okay, give me all you've got. It's definitely going to take everything I have to stand up to that axe of yours. But I'm not giving up. I set out to prove my worth to you, and that's what I'm going to do. Good to hear. Have at it then. Naja, so geht's natürlich auch. Gut, dass wir die nicht gebaitet haben. Mit dem Langbogen wäre das ziemlich nervig geworden. Aber haben wir nicht nur selbst einen Langbogen irgendwo auf Tasche? Ich meine wohl, noch mehr Verstärkung. Okay, Yunaka braucht noch, sie hat... 2 Runden braucht sie noch. Tja, wir haben leider kein Gegengift mehr. Da musst du sonst so durch. Die haben ja dann Gott sei Dank auch nicht so viel KP. Mit Lockvogel kann man halt auch gut Emblem-Punkte generieren.
Tja, das Donnerschwert macht mehr Schaden. Our bonds give me strength. So, wir müssen uns um den da kümmern. Oh, da sollst du dich vielleicht nicht hinstellen. Ah, das ist wieder so ein Problem mit dem Doppeln, ne? Sie wird bestimmt nicht getroffen. Das ist so 34, sag ich doch. So, weg mit dem. You were a good fight. So, und da stellen wir uns einfach kackendreist vor. Ich verlasse mich da einfach mal auf anders guten Ausweichwert. Und bevor wir dann weitermachen, machen wir dann eine kurze Pause. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.